Jo, Freunde, das ist wieder euer Freizeitsnacki und heute mal mit einer Review mit einem Tasty Griefe am Start auch. Tasty Snack sozusagen, Freunde. Ja, Alter, oh. Wow. Freunde, das Design der Flasche ist schon mal ziemlich crazy hier. Wir haben es hier mit einem, ja, wie nennt man diese Farbe? Das ist so eine bestimmte Farbe. Fuck, mir fällt das nicht ein jetzt. Ich glaube, da nennt man Rot. Nein, also auch nicht rosa, so ein Misch. So ein Misch, also so ein Misch aus Orange und Pink, sag ich mal. Freunde. Ja, ihr Hamburg auf jeden Fall, Alter, das erkennt man gar nicht richtig. Es ist ein bisschen dunkel hier, Freunde. So ein Zucker, Vollkoffein, immer noch nicht wach genug. Gut, etwas Guarana ist auch noch drin. Ja, würde ich sagen, machen wir das mal auf hier, ne? 100% Cola, 0% Alter. Zucker. So, wow. Alter, das hört sich aber schon mal geil an, das aufzumachen hier. Aber das ist ein bisschen dunkel hier, Freunde. Also, tut mir leid hier. Jo, ich würde sagen, dann machen wir jetzt auch mal direkt den Test hier. Sieht aus wie Cola. Mal gucken, wie es schmeckt. Boah, dann würde ich sagen, teste ich das hier auch mal, ne? Boah, Alter. Eieiei. Eieiei. Wow. Alter, ganz schön dunkel hier. Aber wow, das schmeckt echt. Alter, das schmeckt ja. Das ist schmeckt so, als hätte mir da jemand was in mein Getränk gemischt. Wo ich nachher ganz viel von, ne, weiß schon. Ja, das Alter. Also, das schmeckt süß, aber halt nicht nach Zucker, sondern Scheiße. Da würde ich sagen, also wenn ihr so süße mögt, die Scheiße schmeckt, dann kann ich euch das empfehlen, aber ja. Ja, das stimmt. Alter, Leute, es ist geil, wie hell ich das hier machen kann. Ciao. Ja, dann bis zum nächsten Mal, euer Freizeitsnacki.